Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom T1 Busprojekt. Diesmal dreht sich alles um die Fahrertür. Beim letzten Mal habe ich die Tür zerlegt und diesmal soll alles weitere geschehen. Also die Tür wird rostbehandelt, ich schneide Teile raus, wird was Neues eingeschweißt und dann als letztes auf jeden Fall kommt die Außenhaut drauf. Herzlich willkommen zu allen neuen Abonnenten. Ich freue mich sehr, dass ihr den Kanal gefunden habt und hoffe, ihr bleibt dabei und es ist interessant für euch. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los mit der Arbeit an der Tür.
Okay, da es die Verstärkung im Moment nicht lieferbar ist und auch recht teuer, denke ich, da sie ja sonst soweit in einem guten Zustand ist, schneide ich die hier weg, genau an der Kante, bis hier unten, biege mir das hier um und dann werde ich das hier, dieses Teil komplett von der Ecke hier, hier unten ist es ja offen, hier das, dieses Dreieck komplett hier einmal ersetzen. Hier oben ist es ein bisschen rostnarbig, aber das geht, hier ist es gut, hier auch und hier die Ecke muss ich mal gucken, ob ich das dann vielleicht noch hier hoch raustrenne und dann da auch ersetze. Habe ich das hier angepasst, das sieht gut aus, das passt hier sehr schön rein, unten mit der angeschweißten Ecke, hier passt es gut, hier drüben muss ich es nachher noch ein bisschen, wenn es angepunktet ist hier, muss ich die Ecke hier noch ein bisschen nachdengeln, weil das hatte ich bei dem anderen Blech, bei der anderen Tür auch, dass das hier nicht den richtigen Winkel hat. Ich habe das jetzt unten schon rausgedengelt und oben ein bisschen rein, dass der Winkel ein bisschen anders wird. Aber hundertprozentig kriege ich es ohne Festmachen so nicht hin. Aber es passt eigentlich ganz gut. Die Spannung ist jetzt nicht so doll. Musste ich wirklich alle Schleifer, die ich habe, benutzen, Fingerfeile, CSD-Scheiben und Drahtbürsten. Das war wirklich heftig. Die ganzen Sicken, Kanten, das war wirklich schwierig, das alles glatt zu bekommen, beziehungsweise rostfrei, und dann wird es jetzt rostbehandelt und auch dann noch lackiert.
Dann werde ich jetzt noch ein bisschen die Kanten hier noch ein bisschen glätten. An ein paar Stellen sind noch ein paar leichte Wellen drin. Und dann muss ich mir noch jemanden suchen, der mir das oben zusammenpunktet. Danach ist die Tür eigentlich fix und fertig. Dann werde ich Griff einbauen und dann werden wir mal schauen, ob das immer noch genauso gut passt wie vorher. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Video. Es war abwechslungsreich, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.